Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie alle sammeln. Das waren schon, glaube ich, alle gewesen. Wir hatten 5 rübergeschickt. Ne? Also diese Flotte plus 5 Linienschiffe ist dann unsere Flotte in der neuen Welt. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Muss mal gucken, ob das ausreicht. Werden wir sehen, Leute. Werden wir sehen. Ich vermute, das war alles. Krass, die ganzen Jagdhüllen sind kaputt gegangen. So jetzt ist aber wieder alles ganz, wie es aussieht. Hm? Und die Eisenmine ist auch kaputt gegangen. Okay. So, okay. Wie sieht's aus hier? Event öffnen. Ich sehe, haben Sie alles im Griff. Alles klar. Wir haben alles außer Filz. Das mit Filz könnte sogar klappen, Leute. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Das könnte wirklich klappen. Dann, ich bin sogar recht zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Also mein Plan wäre jetzt eigentlich, die Ausstellung noch irgendwie zu schaffen. Perfekt für weitere, also abzuschließen. Währenddessen würde ich noch ein bisschen optimieren. Vielleicht auch mit Handel mal gucken, dass wir noch die 45 Einfluss bekommen. Guck mal, wir haben jetzt gerade 17 Überschuss. Ich weiß gerade gar nicht, warum. Vorhin hatten wir nur 7. Und dass wir im Anschluss, wenn die Ausstellung durch ist, dass wir ihm dann wahrscheinlich den Krieg erklären, denke ich. Ich spiele zumindest jetzt mit dem Gedanken, das so zu machen. Mal schauen. Gib es einfach her. Ideal wäre, wenn wir davor bei ihr noch Items kaufen könnten. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. So, lass mal schnell die Quest hier noch lösen. Okay, währenddessen würde ich jetzt sehr, sehr gerne mal... Kann ich die Items eigentlich auch hier reinziehen? Ah, sehr cool, das geht auch. Würde ich mal sämtliche Items, die wir gerade haben, sei es jetzt hier für die Handelskammer oder für die Hafenmeisterei und so, ich würde jetzt mal versuchen, da noch ein bisschen zu optimieren gerade. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Wir haben ja wirklich einige Items, die wir da bestimmt jetzt mal sinnvoll einsetzen können. Ey, das ist übel. Dieses Schiff hat 7250 Trefferpunkte. Deswegen. Und es gibt ja noch mehr Items, die die Trefferpunkte erhöhen. Also theoretisch könnten wir wahrscheinlich so einen Schlachtkreuzer auf 9000 Trefferpunkte bekommen oder so. Wenn wir das alles optimal reinknallen, was es alles gibt. 9000 Trefferpunkte ist ziemlich krass. Das ist fast das Doppelte von dem Linienschiff dann. Wobei vom Schaden sind Linienschiffe trotzdem krasser. Ne? Kann ich das jetzt verschieben? Ja. Ins Wasser kann ich... Ah, ich kann das auch ins Wasser bauen. Okay. Dann wäre es natürlich sinnvoll. Dann würde ich das eine Depot hier mal wegmachen. Und jetzt verschieben wir das hier rüber. Und dann müssten theoretisch beide Reparaturkräne und das Besucher, der Besucherkai im Radius drin sein, wenn ich das jetzt so hier mache. Wenn ich so mache, müsste da jetzt alles drin sein, oder? Jo, jetzt ist das mit dabei. Wunderbar, 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 wunderbar. So gut. Alles klar, da haben wir jetzt Schienenreparaturkram mit rein. 20% Reparaturgeschwindigkeit und plus 35% Radius. So, dann hätte ich das hier gern drin, das erhöht den Radius nochmal. Ist halt die Frage, ob wir dann überhaupt noch 2 hier brauchen. Guck mal, wie groß jetzt der Radius davon ist. Wobei wir dann 2 Schiffe auf einmal reparieren können damit, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Deswegen würde ich den wahrscheinlich da lassen. Und das würde ich noch reinhauen, das ist ein aktives Item, das erhöht dann die Reparaturgeschwindigkeit. Die Menschen lassen sie hochleben. Okay, alles klar. Das ist ja heftig, Leute. Ihr Schiff explodiert innerhalb von 10 Sekunden und fügt Feinden an den Trefferpunkten ihres Schiffs Flächenschaden. Also, wenn das Schiff 5000 Trefferpunkte hat, machen wir AE-Schaden von 5000. Damit könnten wir sehr viel auf einmal platt machen. Die Frage ist nur, wie groß ist der Radius davon? Okay, das ist interessant. Das sollten wir mal irgendeinem Linienschiff einfach mal geben und damit reintuckern. Auch an Gebäuden? Ja, das wäre halt richtig OP, glaube ich. Okay, wir probieren es mal aus. Rein damit. Meldet sich zum Dienst. Zerstört ihr Schiff. 10 Sekunden. Schaden 4000. Das ist mega heftig. Steuermann. Die Frage ist wirklich, wie hoch ist der Radius? Ne? Wenn der Radius so ist, dann ist es nicht so geil. Aber wenn der Radius vielleicht so ist, dann könnte das mega mächtig sein. Okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Es ist nicht lang her. Macht das auch an Gebäuden Schaden? Da steht einfach nur, fügt Feinden. Also gehe ich davon aus, dass es auch Gebäude betrifft. Ne, Geleitschutzaufgabe will ich jetzt nicht machen. Tut mir leid. So, was ist denn mit dem Zement hier? Das lag hier eben rum. Haben wir zu viel oder was? Kriegen wir das nicht mehr alle? Zement, Zement, Zement. Yo, wir haben zu viel Zement. Witzig. Kreuzer bereit. Ah, da brauchen wir aber auch wieder Stahl. Okay, dann droppe ich das. Wir haben nämlich akuten Stahlmangel. Wir brauchen unbedingt mehr Eisenminen. Unbedingt brauchen wir mehr Eisenminen, Leute. So, okay, wie sieht's aus?
9 Tonnen. Okay, wir werden das also doch nicht ganz fertig bekommen. Aber das nächste Mal würden wir es hinkriegen. Ne? Muss einfach wirklich davor für alles gesorgt haben. Jo, abschließen bitte. Du bekommst deinen Anteil, so wie alle anderen auch. 57 sind wir jetzt wieder. 59. Das ist besser kein Schwindel. Ach Mann, wie es mich nervt, dass wir das nicht hinkriegen bei du dir. Du hast völlig recht. Meine Tante sollte sich besser ein Beispiel an mir nehmen. Soll einen potenziellen Ehemann finden? Alter, wie lange geht denn die Quest, bitte? Jetzt bin ich ja sehr gespannt, was ich bekomme. Ich musste ganz viele potenzielle Ehemänner finden. Wir werden auf sie anstoßen. Wow, Perlenfarm plus... Wow, ist das OP, das Item. Okay, das müssen wir dann gleich mal rüberbringen. Das ist mega nice. Okay, ich baue mal eben noch einen Schoner. Bringen wir das mit dem Schoner mal rüber, dieses Item. Da, wo die Perlenfarm sind. Das ist mega cool. Wirklich mega nice, das Item. So, wie sieht's mit Filz aus? 9 Tonnen. Okay, das ist ärgerlich. Da war leider noch nicht genügend da gewesen. Das werden wir nicht komplett voll bekommen. Aber egal. Ich bin trotzdem sehr auf die Items gespannt. Und das nächste Mal kriegen wir es dann hin, weil dann haben wir dann Vorrat. Bananen haben wir diesmal ja auch Vorrat, wo ich mich letztes Mal drum gekümmert hatte. Zigarrenmanufaktur. Das sollten wir auch mal mitnehmen. Das ist gar nicht so schlecht. Und dann das hier. Perlenfarm. Sehr, sehr cool. Das Getreidefarm. Okay, alles klar. So. Dann bringen wir das mal in die neue Welt rüber. Bestätigen. Es wurde jetzt ja auch schon angekündigt, ne, was für DLCs kommen sollen. Und da hieß es auch, dass irgendwann so eine Art Antarktis-Welt oder so, wo man auch bauen kann, wo es dann extra Ressourcen gibt und so weiter, dann irgendwann geben wird. Wir haben jetzt auch 16 Einfluss wieder über. Ich baue jetzt erstmal noch ein paar Schiffswerften. Also ein paar normale Segelschiffswerften, dass wenn wir dann Linienschiffe und alles verlieren, sofort im großen Rahmen Linienschiffe nachpumpen können. Ich glaube, das wäre wichtig. Wir haben auch noch gut Kanonenüberschuss. Ich glaube, wir haben, weiß ich nicht, ich guck mal eben, wie viele Kanonen wir noch haben, weil das wäre ja auch wichtig. 500 Tonnen Kanonen haben wir. Da können wir auf jeden Fall einiges dann noch bauen. What? Pittoreske Metropole. Alter, was geht ab? Das Band ist durchschnitten. Sie strömen herein. What? Was hab ich denn jetzt gemacht? Nice, Leute. Das Event ist durch. Haben Sie alles im Griff. Ah, es ist so ärgerlich, oder? Es hat echt nicht viel gefehlt für das Maximum. Aber das nächste Mal haben wir dann genug Filz. So, lass mal gucken, wie die aussieht jetzt. Das ist jetzt ja schon eine mittelgroße Ausstellung. So. Ah, ich glaube, das sieht genauso aus, oder? Ja, die sieht genauso aus. Okay, dann gucke ich mir das lieber von außen an. Cool ist es trotzdem. Und ich bin jetzt super gespannt, was für Items wir bekommen. Ich kann mir echt vorstellen, wenn man so sehr, sehr große Ausstellungen macht, dass man dann auch... Oh, die Geräusche, geil. Dass man dann auch legendäre Gegenstände bekommen kann. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Bist du überlastet? Das ist besser kein Schwindel. Okay. Oh, das ist klar. Hier können wir auch mal noch upgraden. So. Und hier genauso. Jetzt sollte sich das eigentlich ein bisschen ergänzen, hoffe ich zumindest. Ansonsten baue ich hier noch ein paar Warenhäuser hin. So, cool, Leute. Ich will mal ganz kurz gucken, wie sieht's denn aus beim Museum eigentlich? Habe ich da Einfluss ausgegeben dafür? Das hier wegmachen? Ne, kriege ich keinen Einfluss dazu. Okay, dann sind wir noch im Rahmen. So, ich war eigentlich dabei gewesen, weil hier ist ein Aufstand gerade. Hier. Ich habe ja noch Ziegelsteine rübergebracht. Damit wir hier Polizei bauen können. Um den Aufstand wieder niederzuschlagen. Stillstand. Machen wir das mal eben. Aufstand ist hier... Der ist nur da, hä? Okay, bauen wir hier ein Polizeigebäude hin. So, hätten wir. Wir haben mittlerweile 1800 Tonnen Glas. Dann denke ich,
Was war das nochmal? Wir können mal wieder ein bisschen weiter Fenster produzieren, weil wird langsam knapper. Wir haben nur noch 466 Tonnen. So, und jetzt kümmere ich mich mal endlich darum, dass wir hier noch mehr Segelschiffswerften haben. Theoretisch könnten wir hier noch ein, zwei Fischerhütten vielleicht hinbauen. Lass das mal eben ausprobieren. Das gehen würde. Würde gehen. Wunderbar. Da bauen wir da irgendwo noch welche hin. Die sollten aber idealerweise mit einem Stromnetz verbunden sein. Das wäre sehr, sehr gut. Ach, guck mal, hier können wir auch noch überall hinbauen. Nice. Machen wir alles mal rüber. Da stimmt was nicht. Ist das auch. Ja. So, die genauso. So, jetzt müssen wir das irgendwie verbinden. Machen wir erstmal so hier. So. Volles Lager. So gut. Jetzt müssen wir hier wieder für Platz sorgen, ne? Jo, dachte ich mir fast. Hier haben wir auf jeden Fall Strom. Also hier hätten wir Strom, hier hätten wir Strom. Ich hätte halt gerne mindestens 3 Werften, um ehrlich zu sein. Machen wir die mal irgendwie woanders hin hier. Ich wusste, du würdest hierhin finden, wonach du gesucht hast. Oh, und das passt sogar. Ja, halbwegs passt das. So, das würde ich gerne auch woanders hinsetzen. Hier ist, glaube ich, ganz gut. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie hinbekommen. Hier würden wir eins hinkriegen. Okay, ich muss hier alles mal ein bisschen umziehen. Das hier hin. Das hier hin. Der Streik wurde beendet. So gut. Mal gucken, ob wir jetzt hier 2 hinbekommen. Das wäre top. Hier geht noch nicht, wahrscheinlich wegen der Straße, würde ich mal denken. Ich vermute, das war alles. Ah, warum geht das nicht? Ah, weil die Kanonen im Weg sind, oder was? Ja, deswegen, okay. Gut, dann. So hier. Machen wir es mal so hier und jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt wird es gehen. Okay, bam. Bam. Oh, wir kriegen sogar 3 hin. Oh, das ist ja ein Traum. Jetzt hoffe ich auch, dass wir hier Stromanbindungen haben. Das wäre top. Ja. Ja, haben wir. Okay, Leute. Okay. Jetzt können wir richtig viele Linienschiffe dann bauen, wenn wir die brauchen. Was braucht man dafür nochmal? Segel, Bretter und Kanonen. Wie viel Segel haben wir denn? Ich glaube, wir haben 2000 Tonnen, oder? Hoffe ich zumindest. Jo, haben wir. Kanonen 500 Tonnen. Also wir können dann einiges, wir können dann mindestens mal 16 Linienschiffe bauen oder so. Oder 17 oder sowas und das würde relativ schnell gehen. Alles klar, cool. So, und das würde ich jetzt sogar nochmal machen. Wir bereiten jetzt alles für den Krieg vor, Leute. Also, es ist schon alles vorbereitet, mehr oder weniger, oder viel. Ah, kein Einfluss mehr. Mist. Okay, ja, wir bauen jetzt nochmal 2 Linienschiffe. Nun gut. Und ihr macht bitte hier rüber zu der Flotte. Sobald die Linienschiffe fertig sind und die Welterstellung, die mittelgroße, fertig ist, würde ich dem Karl den Krieg erklären. Dann geht's los, dann geht's ab. Ich gucke nochmal in die neue Welt rüber, ob ihr in Position seid. Okay, das sieht doch ganz solide aus, die Flotte. Aber guck mal, ne? Ich hoffe einfach, dass wir viele Schiffe von ihm abfangen können, bevor er überhaupt weiß, was los ist. So, hier. Hier rudern ganz viele lang. Die können wir alle dann abfangen, Leute. Hier dann genauso. Also ich glaube, das ist eine gute Stelle. Hier positionieren wir die Flotte. Und dann macht's bam, 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 bam. Er wird uns wahrscheinlich trotzdem sehr viel kaputt machen hier. Wir müssen ihn so schnell wie möglich auslöschen. Ne? Wirklich so schnell wie möglich. Wir haben halt hier keinerlei Verteidigung und nix. Ergo, wir müssen so schnell wie möglich die Inseln hier kaputt machen und die ganzen Schiffe dann von ihm. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich kann aber hier nicht mal mehr Verteidigung aufbauen. Ich habe keinen Einfluss mehr dafür. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das geht aktuell gar nicht mehr. So, und dann haben wir die Flotte hier. Das Einzige, was man bemängeln könnte, ist, dass ich jetzt natürlich versuchen werde, diese Insel komplett platt zu machen. Und ich habe sehr viel Geld ausgegeben, um mir Anteile zu kaufen. Ja, das war strategisch dann nicht die schlauste Idee gewesen. Aber was soll's. So, guck mal, dann hätten wir hier 2 Eisenvorkommen, hier hätten wir auch Öl, das können wir gut gebrauchen. Hier hätten wir 2 Zinkvorkommen, was super gut ist, auch nochmal ein Eisenvorkommen. Hier ist nochmal Zink. Wir brauchen das alles, wir brauchen das leider alles, die Ressourcen. Ob wir profitabel waren. Ah, cool. Jetzt bin ich gespannt. Das Gesuch ist angenommen.
Doppelgerüst. Fangeisen. Eiserne Werksglocke. Aber leider nichts Episches. Nur drei seltene Items. What? Beeinflusst alle Produktionsgebäude. Arbeitskräfte erforderlich minus 30%. Wie OP ist das bitte? Jagdhütte. Ja, wie geil! Jagdhütte, Leute! Das können wir übelst gut gebrauchen für unsere Fellinsel. Das ist nicht so toll. Und das Item, das können wir jetzt einfach irgendwo reinkloppen. Warte mal, bestätigen. Das würde ich ja hier oben. Haben wir doch die Handelskammer. Hier. Jetzt muss ich das Item noch finden, verdammt. So, eiserne Werksglocke. Jetzt guckt mal oben auf die Arbeitskraft. Hat was gebracht auf jeden Fall. Nice. So, wir brauchen irgendwie mehr Arbeit, habe ich das Gefühl. Okay, Moment. Fehlt irgendwas? Wehe, da stimmt was nicht. Nö, alles gut. Okay. Puh, schon Check bekommen. Mach mal so hier. Da ist er. Nochmal drüber schauen. Ach cool, der ist direkt zur richtigen Insel rüber. Nice. So, Perlen wollen wir hier. Sind unterwegs. So, Perlenfarm haben wir hier rein. Da brauchen wir. Was brauchen wir denn dafür? Eine Handelskammer? Ne, eine Hafenmeisterei. Okay, da brauchen wir dann erstmal ein bisschen Einfluss. Aber dann könnten wir theoretisch hier das versuchen, irgendwie ordentlich zu optimieren oder so. So, ich weiß nicht. Ich würde wahrscheinlich jetzt sogar mal ein bisschen Propaganda betreiben, oder? Und zwar hier drüben rechts. Zustand gespeichert. Feuergeschwindigkeit plus 30%, das wäre jetzt super cool. Diese Änderung können wir uns aber leider nicht leisten. Fabelhaft. Shit. Ja, sie ist ganz fabelhaft. Ah, das ist heftig, Leute. Schade. Hier haben wir jetzt noch das mit der Zigarrenmanufaktur drin, ne? Das bringen wir hier hoch, das Item. Koordinaten gesetzt. So, gleich geht's los. Oh Mann, ey, ich bin mega gespannt. Das wird sehr interessant, Leute. Ich sollte vielleicht wenigstens ein paar Schiffe. Aha, guck mal hier, ne? Also die sollten schon zusammenfahren, glaube ich, alle. Flotte beginnt Geleitschutz. So, wie sieht's denn aus mit den Linienschiffen hier? Gespeichert. Okay, die sind jetzt auch gleich fertig. Schiff vom Stapel gelaufen. Alles klar, Leute. So, dann werden jetzt nochmal zwei Schiffe hier hinzukommen. Und die müssen wir jetzt natürlich auch noch ordentlich positionieren. So, ich denke, das sind jetzt auch alle. Ne? Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht nur irgendwelche rumstehen irgendwo. Und das muss wirklich schnell gehen. Desto länger der Krieg geht, desto mehr wird er unsere Handelsrouten und alles kaputt machen. Und dann kann nämlich alles zusammenbrechen. So, ich würde jetzt hier gerne Linienschiffe getrennt haben von den Dampfschiffen. Also, ich auf der 1, auf die 2. Jetzt muss ich noch das Dynamitschiff wiederfinden. Alles bereit. Hier ist das Dynamitschiff, das machen wir auf die 3. Alles völlig legal. So, okay, alles klar, Leute. Müssen wir jetzt schauen, ob wir das Dynamitschiff hier auch nicht einsetzen können oder nicht. Wahrscheinlich würde ich das Dynamitschiff versuchen, hier reinzusteuern, hier ungefähr, und dann explodieren lassen. Ah, das probieren wir mal aus, mal sehen, ob es klappt dann. So gut, dann bringen wir uns mal in Position. Ich würde die Insel würde ich als erstes platt machen wollen. Die wird nämlich auch relativ schwer, weil hier viele Kanonen sind. Da bringen wir uns gleich in Position dafür. Eieiei, ich hoffe, ich verliere jetzt nicht alles. Ich bin gespannt. Passive Verteidigung, wunderbar. So gut, Leute. Okay. Aber ich sehe halt auch, die Folge geht schon wieder ein kleines bisschen. Und der Krieg wird sehr, 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 sehr lange gehen. Aber hey, wir haben immerhin eine mittelgroße Ausstellung gemacht, auch wenn die noch nicht 100% erfolgreich war, weil es an Filz gemangelt hat. Ich hoffe, dass wir noch viele weitere Ausstellungen machen können. Das ist jetzt ja auch nur ein Zwischenschritt, dieser Krieg. Ich werde halt von dem alles platt machen, die ganzen Inseln einnehmen, damit wir endlich genügend Ressourcen haben. Wir brauchen nämlich viel, viel mehr Eisen und Zink und alles, damit wir uns weiter ausbauen können, für die 10.000 Investoren und so, wisst ihr? Da wäre es halt gut, wenn der platt ist. Können wir mal hier... Kann ich mich bei dir einschmeicheln? Nee. Mit den Fischen kann man bessere Geschäfte machen. Hast du genug Mumm in den Knochen? Okay, die Quest würde ich off-take noch schnell lösen. Ja, nächste Folge geht's dann los, Leute. Da wird nicht sehr viel Zeit vergehen und ich werde dem Typ dann wahrscheinlich den Krieg erklären, denke ich. Ich bin gespannt drauf. Ja,
Ich hoffe, ihr auch. Also, denkt bitte an den Daumen, denkt bitte an Feedback und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, ne? Tschüssi. Ich bin echt ein bisschen nervös gerade.